Und ich suche eine Frau, die was bodenständig ist, die was menschenoffen ist, die was weiß, was sie nehmen will. Komm und bedien dich bei mir, denn mein Herz und was dazu gehört, ist dein. Komm und bedien dich bei mir, denn ich weiß, ich werd mit dir im Himmel sein. Es ist noch grün unser Glück, doch ich spür, ich bleib mit dir für immer treu. Komm und bedien dich bei mir, du wirst sehen, die Welt ist schöner für uns zwei. Yeah! Michael, bodenständig, was bedeutet Ihnen das? Bodenständigkeit bedeutet für mich im Endeffekt, dass jetzt, man nicht überheblich ist, man nicht überdrüber ist, man nicht abhebt, auch wenn man jetzt viel Geld hat oder irgendwas, dass man immer am Boden der Tatsachen bleibt, weil je höher, dass man fliegt, desto tiefer kann man auch wieder fallen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass die Frau immer bodenständig bleibt und dass sie auch das Leben wertschätzt, wie es ist. Das ist ja spricht aus einer Lebenserfahrung, kommt mir vor, ja, weil Sie sagen... Ja, schon. Ich bin schon oft genug eingefahren. Mit 23 wollte ich heiraten. Und mit der glücklich zusammen. Alles kein Problem gewesen, bis zu dem einen gewissen Tag. War ich arbeiten beim Penny unten, das ist in der Nähe von St. Pölten. Und... Da hat sie halt den Schlüssel von meiner Wohnung gehabt. Na, weil Verlobte kriegt den Schlüssel von mir, kann eine, wenn sie will. Na, weil halt sie ja gesagt, mein Vermieter und ich wollen nicht haben, dass irgendein Dritte in die Wohnung reingeht. Also, außer du und ich halt. Was logisch ist eigentlich, ne? So, dann war ich arbeiten. Dann kommt mein Vermieter auf einmal zu mir in die Arbeit, was er überhaupt noch nicht gemacht hat, mit einem Feins im Gesicht, da mal gedacht hab, ey, ich glaube, der bringt mich gleich um. Dann sag ich auf einmal zu mir, ja, Gerst, was ist mit Ihnen los? Und ich so, was leicht, was ist da auf einmal verkehrt jetzt da? Ich hab Ihnen gesagt, es kommen mal keine Dritten in die Wohnung rein. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich weiß eh, aber was soll ich jetzt dafür kennen? Ich bin arbeiten, ich kann nichts machen. Also hat zu mir, ja, regeln Sie das und wir reden noch mal drüber und alles drum und dran. Dann hat mein Verlobter ihren Ex-Freund, mit dem es wirklich auch verlobt gewesen ist, in meine Wohnung reingelassen. Haben sie dort getrieben miteinander, während ich arbeiten gewesen bin. Hab das noch von ihr am Sonntag erfahren. Wie haben Sie das erfahren? Hat sie mir das Gesicht gesagt. Haben Sie es gefragt? Face to face. Nein, das ist einfach von einem Dusch auf den nächsten. Nein, von face to face hat es mir dann gesagt, ja, du Schatz, ich muss dir was sagen. Sag ich so, was ist jetzt schon wieder los? Ich hab gedacht, irgendwas kommt schon. Und ich wusste, was habe ich gewusst, das was kommt. Ich hab dich betrogen. Sag ich so, was hast du? Mit wem? Mit dem Ex-Haverer. So schnell hat es gar nicht sein. So schnell hat sie gar nicht schauen können. Sachen packt, Fenster rausgeschmissen, sie am Zinnenwand vor dir gefotzt. Hat sie gesagt, du brauchst mir nicht mehr weit laufen. Und der Haverer schon gar nicht mehr, weil sonst bring ihn um. Wenn ich eine Verlobte hab, dann gehört die zu mir, dann ist das meine. Meine nicht mein Eigentum, aber sie gehört zu mir, es ist mein Leben, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Da keiner ist sie irgendwie deppert zum Angreifen, weil sie sich komplett traut. Jeder Lederhosenträger ist ein Dirndl. Damit jedes Dirndl schwach. Ich bin ein Schützenjäger und ein Lederhosenträger und ich geh heute Nacht auf Hasenjagd. Ich bin ein voll aufs ganze Geher und ein Marmelkupferdreher. Heute ist ein schöner Tag. Jedes Dirndl, das bis drei nicht auf den Bäumen ist, kann sicher sein, dass es diese Nacht niemals vergisst. Jeder Lederhosenträger ist ein Dirndl-Jäger. Wir flirten heute die ganze Nacht, da wird jedes Dirndl schwach. Jeder Lederhosenträger ist ein Dirndl-Jäger. Wir flirten heute die ganze Nacht, da wird jedes Dirndl schwach. Ich war früher schon relativ... Also ich hab nichts abbrennen lassen, sagen wir so. Aufreißer, oder? Ja, Aufreißer. Casanova. Fortgegangen, genau, Casanova. Ich bin fortgegangen, alles drum und dran. Hab mich zugeschickt, hab eine eingeladen auf, weiß nicht wie viele Getränke, einmal drüber rutschen. Und das hab ich gemacht von meinem
15., 16. Lebensjahr weg bis zu meinem 20., 21. Lebensjahr. Wie viele Frauen werden das gewesen sein? Weil das wisst hat, war die auch froh. Nein, aber werden es gewesen sein. Also bei 15 habe ich aufgehört zum Zählen. 15, 20. Da war ich mal fort in Kirnberg, das war bei uns in Niederösterreich so eine Diskothek. War eine Faschingsparty, da war ich mit meinen Spätzeln. Und, naja, was verkleidet, gut, ich habe da als Hippie, als Sträfling. Und dann kommen zwei Polizisten, die da hinter mir. Richtig fesch, richtig sexy angezogen, ne? Haben wir voll Garde gehabt, alles drum und dran. Dann packt die Handschein aus, will mich verhaften. Sag ich so, mach bitte, gehen wir. So auf einen, ich weiß, was du willst, ne? Und auf dem Herrenwitz waren wir nachher, dann waren wir auf dem Frauenwitz, dann haben wir es im Auto probiert. Geht nicht zu dritt, war ein bisschen schwierig. War alles ein Großauto gewesen. Also, ihr wisst auch gar nicht, wer das war? Nein, gar nicht. Wir haben es auch nicht vorgeschrieben, bei Namen, gar nichts. War nur eine belanglose Geschichte, kann man sagen, ne? Wie ist das? Ist das dann irgendwann, wird man da leer, wenn man viele solche Sachen erlebt? Oder merkt man, das befriedigt nicht komplett? Oder? Nein, man merkt, das befriedigt nicht dann komplett, weil man merkt auch mit der Zeit irgendwo, dass irgendwas auch fehlt, ne? Irgendwas geht dann an, irgendwas braucht man zusätzlich. Und irgendwann was man auch lernt. Das tue ich alles aus Liebe. Das tue ich alles nur aus Sehnsucht. Aus Sehnsucht nach dir. Das tue ich alles aus Liebe. Das tue ich alles nur aus Angst, dass ich sonst dich verliere. Haben Sie dann jemals wieder eine längere Beziehung gehabt? Nein. Eben aus diesem Grund vielleicht? Aus diesem oder? Grund, ja. Ich meine, probiert habe ich es mit einer noch hier. Das ist nachher auch zu Brüche gegangen nach einem Jahr, weil die, ja, mehr oder weniger, ob ich das jetzt sagen darf, sexgeil war. Weil die wollten ja fegeln, den ganzen Tag. Und das ist ich als Mann ist schwierig. Weil. Ja klar, also es ist schwierig, dass man jetzt durchgehend. Durchgehend, oh, danke, durchgehend 6-7 Mal am Tag. Das ist für einen Mann gar machbar, aber man muss eine gewisse Mitleid werfen, dass es noch wirklich funktioniert. Aber das muss ja dann, da muss ja sie auch ein Problem gehabt haben. Das ist ja, ja aber das ein Problem haben wir mit dir eigentlich nie, besprochen. Weil ich einfach gedacht habe, das ist einfach ihr Charakter, das ist einfach sie. Und ja, ich meine, gut, sie hat keine Arbeit gehabt und sie war auch bemüht, dass sie Arbeit findet. Ne? Da ist sie dann mit einem anderen oder was? Oder ja. Weiß man nicht. Haben Sie dann gesagt, mir ist zu viel aus? Ja, nein, sie hat einfach gesagt, sie will nicht mehr mit mir zusammen sein. Und im Grund habe ich bis jetzt nicht gewusst. Ich weiß, ich habe bis jetzt bei keiner einzigen so richtigen Grund erfahren. Ja, würden Sie dann eine Frau suchen, die auch aus der Gastro kommt? Ist das hilfreich? Oder? Ja, hilfreich wäre es schon. Ich muss jetzt zwingend aus der Gastro kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie muss nicht auch mit dem Lebensstil, was ich noch in der Hotelgastronomie habe, muss nicht einverstanden auch damit sein. Wenn wir jetzt noch mal darauf ein bisschen stärker eingehen, bitte. Was für einen Typ Frau suchen Sie überhaupt? So einen Typ Frau, die was lebensfroh ist, lustig ist, mit dem man viel unternehmen kann. Und vom Aussehen her? Vom Aussehen her, ja, nicht schlank, nicht dick, so normal halt, normale Statur. Darf ich kleiner sein wie ich. Bin jetzt 1,75. Haarfarbe? Haarfarbe ist mir komplett egal, nur hat es keine Rote. Rothaarige brauche ich keine. Warum? Weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Ich kann es gar nicht beschreiben, warum eigentlich nicht, aber. Dadurch, ich schwarze Haare habe und ich weiß nicht, rote Haare, ich weiß nicht, die sind irgendwie so ein deppertes Klischee, aber ich komme dann mit einer Hexe oder irgendwas, weil die auch irgendwie so rote Haare oder Haare haben oder irgendwie sowas. Ne? Haben sie Angst, dass sie verzaubert werden? Nein, nicht unbedingt, aber ich habe mich eigentlich auch noch nie mit dem auseinandergesetzt, warum ich keine Frau mit roten Haaren habe. Augenfarbe ist mir wurscht. Augenfarbe ist mir echt egal. Wo schauen Sie das erste Mal hin, wenn Sie eine Frau sehen? Sind Sie da eher Augenbrust? Naja, ich schaue eher mal ins Auge rein. Mal, nicht jetzt auf die Brust oder auf den Arsch oder irgendwo hin, sondern einfach nur die Frau, wie sie vor mir steht. Schaue ich mal ins Gesicht, wie sie ausschaut, ob sie freundlich ist, ob sie nette Ausstrahlung hat.
Aber ich muss auch ganz sagen, muss auch sagen, für mich zählt nicht unbedingt das Äußere, für mich zählt eher die inneren Werte. Wenn die inneren Werte sind für mich mehr wert wie das Äußere, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es irgendetwas, was Sie überhaupt nicht wollen von einer Frau, was Ihnen überhaupt nicht taugt? Vom Aussehen her oder auch vom Charakter? Was mir überhaupt nicht taugt, ist, dass sie eine komplette Kletten ist. Dass sie mich kontrollieren möchte, dass sie mir auf Schritt und Tritt folgt und dass sie mich mehr oder weniger in der Arbeit anruft, permanent SMS schreibt. Also das brauche ich nicht. Weil wenn ich ihr sage, ich bin arbeiten, bin ich arbeiten. Und dann weiß sie ja ganz genau, dass ich nichts mache, dass ich keine andere Frau anschaue, dass ich einfach nur meiner Arbeit nachgehe. Und dann brauche ich auch keine, ich habe mein Handy in die Arbeit eingeschoben. Ne? Ich habe ja keinen Spind und gar nichts. Ne? Und da brauche ich nicht eine, die was jetzt mal pausenlos schreibt, anruft, dass mein Handy dauernd schäfert. Gibt es irgendwas noch, was Sie sagen, was Sie eher abstößt? Im Grunde eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, gut, für Tätowierungen tätowiert ist, ich bin selber tätowiert. Gut, Tätowierungen muss ich halt mögen, ne? Weil sonst hat es halt ein bisschen ein Problem. Ne? Ich kann mich nicht so leicht wegmachen, wenn man aber die sieht. Zwingend tätowiert muss sie nicht sein. Muss sie nicht. Kann sein. Piercings sind relativ egal, wo nur halt untenrum halt. Ja, nicht. Gefällt dir nicht? Nein, nicht unbedingt. Das gefällt mir nicht. Bauchnabel-Piercing, Zungenpiercing oder so. Und da so ein kleines Piercing oder auf der Oberlippen auch voll süß. Taugt mir auch voll. Vom Alter her sollte sie so zwischen 27 und 35 sein. Also nicht älter. Nicht jünger. Und auch nicht jünger, nein. Liebe ist ziemlich Geborgenheit. Gemeinsamkeit ist das Untereinander, das Miteinander. Erotik ist für mich Spiele. Wie wichtig ist Sex für mich? Weil zu 100%. Einsamkeit ist für mich alleine zu sein. Ich wünsche mir von der Partnerin, dass sie offen ist, dass sie ehrlich ist, hilfsbereit. Wenn ich dir gefallen habe, du nett bist, hilfsbereit bist, freundlich bist, würde ich mich freuen, wenn du es bei mir meldest.